Hi, Joe Vogel hier. Ich werde manchmal gefragt, welches der Teams von Seven vs. Wild die größte Chance hat, die ganzen 14 Tage durchzustehen. Und da muss ich sagen, da gibt es so ein paar Teams, wo ich sage, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber Voraussetzung ist schlicht und einfach, dass die Teams oder die einzelnen Teilnehmer gut und hart trainieren, oder? Würde ich sagen, stimmt? Klar, Vorbereitung ist, ich glaube, vielleicht 50% das Wichtigste der Möglichkeit, dass man halt vielleicht höhere Chancen hat. Ja. So ist das ja.